Was geht, Leute? Ich wurde öfter gefragt, ob ich nicht mal meine Controller-Einstellungen zeigen kann. Und genau das machen wir heute. Gleichzeitig zeige ich euch die besten SCUF-Controller-Einstellungen für euch. Für viele Leute, die nicht wissen, was ein SCUF ist. Ich habe den PS5 SCUF-Controller. Ein SCUF hat hinten nochmal extra Knöpfe. Das heißt, ja, einfach zwei Knöpfe, die wir extra drücken können. Und ja, wir schnacken gar nicht viel rum. Lasst ein Like da, falls euch solche Art von Videos gefällt. Kommentiert gerne, was ich noch zeigen soll, beziehungsweise üben soll oder euch zeigen soll, wie man sowas üben kann. Wir schnacken gar nicht viel rum. Let's go. So, wir befinden uns in Fortnite. Wir gehen in die Einstellungen. Über die wichtigsten Einstellungen rede ich und den Rest könnt ihr einfach kopieren oder lassen, wie ihr es mögt. Wir sind in den Einstellungen, wir gehen rein. Was ich euch empfehlen würde, bevorzugtes Inventar immer einstellen, wieso nicht. Da müsst ihr euer Inventar nicht sortieren, beziehungsweise nicht immer. Ich habe das so. Ihr könnt es eigentlich so machen, wie es euch gefällt. Einfach, ne? Würde ich euch aber hier empfehlen. Und dann, eine der wichtigsten Sachen eigentlich bei Gebäude, würde ich alles hier genauso machen und bei Bearbeitung automatisch bestätigen. Ich habe ein TikTok-Video zugemacht. Ich habe beides, weil ich das eigentlich ganz cool finde bis jetzt. Aber ihr könnt auch nur bearbeiten haben. So, den Rest könnt ihr einfach so wieder übernehmen. Auf HUD habe ich hier nur Treffer. Ihr könnt, ne, über die unwichtigen Sachen rede ich nicht viel. Sofort bauen, könnt ihr alles übernehmen. Hier habe ich 4-4 und hier muss ich sagen, ich habe einmal was von einem YouTuber übernommen und dann für mich angepasst. So könnt ihr das später für euch auch machen. Bei fortgeschrittenen Optionen, wenn ihr das anmacht, dann habt ihr die ganzen Einstellungen noch. Da habe ich genauso 43, könnt ihr einfach alles übernehmen. Linear, wichtig. Und hier Stärke der Zielerfassungshilfe, wer hier was anderes hat, ist verloren. 100%. Stick Drift ist immer für euren Controller. Das heißt, wenn ihr auf dem linken Stick schon zum Beispiel so einen gelben Kreis habt, der größer ist als dieser blaue kleine, müsst ihr das höher stellen, weil sonst läuft euer Controller ab und zu. Kennen viele. Ja, hier habe ich nicht viel. Jetzt kommen wir zu den Controller Binds. Und hier sind viele ausgerastet, warum ich bearbeiten und oder warum bearbeiten auf Dreieck ist. Leute, ich habe, wie gesagt, bearbeiten auf die hintere linke Taste bei mir auf dem Controller. Das heißt, ich muss gar nicht meine Finger bewegen. Ich spiele sowieso Claw. Ich kann nochmal in der Cam gleich zeigen, was das ist. Ich habe immer, also auch wenn ich die Tasten hinten nicht gedrückt habe, so gespielt, dass ich Laufen und Aim, also die Aim-Taste, die zwei Sticks, niemals losgelassen habe. Das heißt, ich habe alles mit meinem Zeigefinger gemacht. Das heißt, kam ein Gegner und ich wollte bauen, habe ich immer, zack, mit dem Zeigefinger runter. Und nicht so wie die meisten spielen halt so, sondern ich bin immer mit dem Zeigefinger runter. Genauso meine Spitzhacke hole ich mit dem Zeigefinger raus. Und allgemein, dass ich halt hinten immer Finger habe zum Schießen. Oder halt, dass ich mein Aim- und Lauftaste niemals loslassen muss. So habe ich vorher immer gespielt. Und deswegen habe ich mir das angewöhnt mit Baumodus auf Dreieck rausholen. Also wie gesagt, mein Baumodus hole ich auf Dreieck raus. Das hat auch einen negativen Aspekt, wenn ich Duos zum Beispiel spiele und einen von den Gegnern genockt habe und der andere mich pushen kommt und ich Dreieck drücke und sein Mate im Weg liegt, dann hebe ich den Mate leider auf. Das ist nochmal ein negativer Aspekt auf Dreieck bauen. Aber ich habe mir das angewöhnt, weil ich vorher Claw gespielt habe und das für mich entspannter war, dran zu kommen, weil man Bauen und Fortnite sowieso immer benutzt. Und ja, das muss man halt im Hinterkopf haben, wenn man diese Option hat oder beziehungsweise Bauen auf Dreieck hat. Dass man, wenn ein Teammate genockt liegt, halt einfach ein bisschen wegguckt, damit man ihn nicht aufhebt. Und sonst habe ich das alles hier. Sprinten auf Pfeiltasten nach unten. Spitzhacke habe ich auf Pfeiltasten nach rechts. Ist für mich alles so entspannt. Ihr könnt das alles so einstellen, wie ihr am besten rankommt. Ne? Das ist wichtig, dass ihr nicht einfach kopiert, sondern so wie es für euch entspannt ist, einfach macht. So, das könnt ihr auch kopieren, falls ihr einen SCUF habt. Genau hier, Bausteuerung. Ist eigentlich genau alles gleich. Fallen platzieren habe ich auf Viereck gemacht. Gibt es sowieso gefühlt nicht. Duken und Rutschen habe ich hier auch. Und bei Bearbeiten genauso. Zurücksetzen habe ich auf L1. Bestätigen auf L1. Vorher war das ja wichtiger. Jetzt kann man zurücksetzen auch nur mit einer Taste. Das habe ich gerade eingestellt. Deswegen hier auch ganz wichtig. Duken, Rutschen, Reparieren. Und Sprinten habe ich auch noch. Dass ich, selbst wenn ich beim Bauen und so bin, sprinten könnte. Ja, das sind die Einstellungen. Jetzt sprechen wir mal über die besten SCUF-Controller-Einstellungen. Und da will ich auch gar nicht so viel über diese Einstellungen reden, weil das ist alles, ihr könnt das kopieren, für euch anpassen. Falls euch zum Beispiel Bauen zu langsam ist, könnt ihr es hochstellen. Falls es euch zu schnell ist, runterstellen. Genau das gleiche bei Bearbeiten und hier auch. Ihr könnt etwas einfach so eine Vorlage haben, was ihr aus der Vorlage, wie genauso wie beim Fußball, was ihr aus dieser Vorlage macht, ist euer Ding.
Ihr könnt das als Vorlage benutzen, falls ihr merkt, irgendwas ist zu langsam oder zu schnell, könnt ihr das runterstellen. Ich möchte über die Controller-Binds reden und hier ist ganz wichtig, wie ich schon erwähnt hatte, ihr könnt das alles hier so einstellen, wie es euch bequem ist. Heißt, ihr wollt Gegner markieren auf Pfeiltasten nach rechts, könnt ihr das zum Beispiel tauschen. Ihr könnt auch Spitzhacke von mir aus oben rausholen. Es ist alles so, wie ihr es haben wollt. Ihr müsst das nicht von jemandem kopieren, sondern so, wie es euch entspannt ist. Ihr könnt auch Inventar beispielsweise auf Touchpad rausholen, hier unten. Das ist alles, ihr könnt das so machen. Was ich euch empfehlen würde, ist halt das so anzupassen zum Beispiel. Und dann merkt ihr, wo ihr schlechter rankommt. Sprinten zum Beispiel braucht man nicht so oft. Und dann könnt ihr das nach unten machen. Da komme ich am schlechtesten ran, so habe ich das. Genauso hier könnt ihr auch zum Beispiel bauen und dieses Bearbeiten und Modus wechseln, das ist Bauplan rausholen. Mit Kreis zum Beispiel auch tauschen, dass hier oben nur Bearbeiten stehen würde und hier dann Bearbeiten und Modus wechseln, sodass ihr quasi Baumenü auf Kreis rausholt. Das würde ich den meisten empfehlen, weil naja, da kommt man auch gut ran an Kreis und da habt ihr das Problem mit den Gegner aufheben nicht. Und wie gesagt, ihr könnt alles so anpassen, wie ihr es eigentlich wollt. Also das heißt, zum Empfehlen würde ich das hier beides tauschen für euch, wenn ihr eure Controller sowieso ändert. Und wie gesagt, alles könnt ihr anpassen und das sind die besten Controller-Einstellungen für den SCUF-Controller. Das hier natürlich auch immer, das ist dann geändert. Und ja, wie gesagt, das sind meiner Meinung nach die besten SCUF-Controller-Einstellungen. Viele Leute spielen so, es gibt natürlich viele, viele Varianten so zu spielen. Ihr müsst auch nicht mal Claw spielen, um das spielen zu können. Dann ist es sogar noch besser, wenn ihr den Modus wechseln auf Kreis habt, weil ihr dann einen kürzeren Weg habt. Ich habe euch nochmal etwas empfohlen, was ich an eurer Stelle machen würde. Und ja, wie gesagt, falls euch solche Art von Videos gefällt, lasst gerne ein Like da. Abonniert den Channel, um nichts mehr zu verpassen. Checkt gerne auch meinen TikTok ab, da kommen auch Videos. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal.